Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Minecraft Pocket Edition. Und ich mache mal kurz ein Stück leiser. Wir waren mal wieder bei dem Haus stehen geblieben und ich weiß nicht, ob wir jetzt damit schon fertig sind oder ob wir hier noch irgendwas hinmachen wollen. Also ich finde, hier ist ein bisschen wenig drin. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall noch was hinmachen, aber was wäre jetzt so die Frage? Auf jeden Fall Bücherregale können... Ach ja, das habe ich ja, stimmt. Da haben wir ja hier das schon angepflanzt, aber das wächst ja nicht. Wie man sieht, ich habe ein paar Mods drin. Und zwar zum Beispiel den Smooth Shader Mod. Das ist also so abgeflachtes Licht. Man sieht jetzt hier zum Beispiel bei den Fackeln nicht, dass das hier immer so weniger wird, sondern es ist abgeflacht. Also es ist halt, wie soll man das nennen, schattiger. Es sieht auf jeden Fall viel cooler aus. Das gibt es schon beim richtigen Minecraft und hier halt auch als Mod. Und ja, ist ziemlich geil. Ich finde, es sieht ziemlich, oder es sieht viel besser aus. Und ja, ich habe auch noch eine andere Mod drin, und zwei, das ist der No Fog Mod und der Far Render Distance Mod. Das heißt also, ich kann hier unendlich weit gucken. So gut wie, ich glaube unendlich weit. Wir können zum Beispiel da hinten jetzt, wenn das Haus jetzt nicht im Weg wäre, das Baumhaus sehen, einfach so. Moment. Ja, da hinten ist es. Und von hier aus jetzt trotzdem noch bis dahin gucken. Also, ist schon ziemlich cool. Wir können ja mal was ausprobieren. Ich gehe mal kurz hoch zum Hochhaus. Und guck da mal kurz, Moment. Na, so. Im Hochhaus müssen wir auch noch ein bisschen was arbeiten, aber es geht dann schon. So. Also man sieht ja schon den Smooth Shader Mod, das ist, ja, hier sieht man das schon. Das ist halt alles so ein bisschen, wie halt im echten, in der echten Welt, so richtig schattig und nicht so abgehackt. Pro Block immer heller. Ja, also mir gefällt's. Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch gefällt. Und ja, ich nehme jetzt auch ein bisschen professionell auf, sozusagen. Ich nehme jetzt mit Earpods auf, also mit Kopfhörern auf. Und da müsstet ihr mich ein bisschen besser verstehen. Und ja, es könnte aber auch sein, dass ihr jetzt nichts hört, keine Ingame-Sounds hört. Dafür höre ich die, das ist jetzt ein bisschen doof, aber ja. Also wie man hier schon sieht, mal den ganzen Blick über die Let's Play-Welt. Da hinten buggt es noch ein bisschen. Obwohl, nein, das muss so sein, genau, weil da ist das Weltende. Also ja, man kann hier wirklich überall hinschauen, das ist... ziemlich geil. Ja, da ist also das Weltende schon. Die Welt ist nämlich gar nicht so groß, fällt mir dann immer auf bei dem Mod. Hier ist dann, da ist auch schon Ende. Da hinten ist das Ende. Dort. Ach, bis da ganz hin, da kann ich nicht so gut schauen. Da hinten ist Ende. Und da ist auch Ende. Also es ist eigentlich ziemlich klein, die Welt. Aber man kann trotzdem ziemlich viel bauen und das ist schon trotzdem ziemlich geil. Ich habe übrigens auch das Texture Pack noch ein bisschen verbessert. Und zwar, da war da noch ein kleiner Bug bei den Kisten mit dem Schloss. Das war so ein bisschen abgehackt. Und das habe ich noch verbessert. Und ja, wer das jetzt nochmal haben will, weil er auch gemerkt hat, das ist ein bisschen buggy. Da kann das auch nochmal downloaden. Einfach wieder in das Video gehen mit den Texture Packs. Link ist in der Beschreibung. Und dann kann man das auch wieder dort downloaden, ja. Ich wollte es eigentlich hier gucken. Und ich habe ein gutes Thema gefunden. Obwohl, stimmt, da würde ich erstmal... Spitzhacke, ach stimmt, die Diamantspitzhacke würde ich mal eine neue machen, die ist ja kaputt gegangen. Da habe ich nämlich heute mal ein Thema. Und zwar die Google Glass. Das ist ja die neue Brille von Google sozusagen. Ich glaube, die ist noch nicht auf dem Markt, ist noch nicht raus. Aber ist auf jeden Fall schon, ich glaube, man kann die irgendwie ergattern, aber da muss man schon irgend so ein Bekannter sein und dann noch irgendwas machen. Also es ist ziemlich schwierig, die zu bekommen. Und wenn es ja mal irgendwann geben wird, also wer das jetzt nicht weiß, was das ist, links in der Beschreibung zu der Seite von Google, wo man sich das angucken kann. Ach, das geht jetzt überhaupt, obwohl doch, das glaube ich hier. Wo man sich das angucken kann und ja, wie schon gesagt, links in der Beschreibung. Da ist dann nochmal alles über die Google Glass. Eigentlich denke ich über Glasses, aber Glas von mir aus auch. Ist dann nochmal alles gesagt drüber. Und ja. Hui. So, also ich werde gleich noch ausführlicher darüber reden. Moment, so, steht aber noch perfekt. So, haben wir wieder eine Spitzhacke. Spitzhacke. Ich habe jetzt hier ein bisschen was aufgeschrieben über die Google Glass. Die kostet also, wenn man die dann mal irgendwann bekommen kann oder so, wahrscheinlich 1500 Euro. Also, es ist halt so eine Art Brille. Ja, es ist keine richtige Brille, man kann die mit Gläsern kaufen, aber auch ohne Gläser.
also wie man will sozusagen. Man kann die Gläser also dann ranmachen und sonst ist es einfach nur wie so ein Gestell, so ein Brillengestell. Ich glaube, ich will erst mal schlafen. Brillengestell. Das wird auch Nacht. Wird das Nacht? Ich glaube, das wird Nacht, ja. Schlafen da. Ja. Also stehen geblieben war wie so ein Brillengestell, aber nur das obere. Ja. Wie eine Brille ohne Gläser und dann noch ein bisschen technischer. Sieht das dann halt aus und ja, es ist schon ziemlich stylisch, ja. Nee, stylisch. Aber ja. Ja, man muss sich bestimmt erstmal dran gewöhnen. Also kostet 1500 Euro und was man damit machen kann, ist eigentlich nicht sehr leicht erklärt, weil man kann damit sowas von viel machen. Also hauptsächlich wird die durch die Sprache gesteuert. Also sie wird sprachgesteuert, also du sagst irgendwas und sie macht's dann. Ja, also man sieht das alles so, man sieht alles ganz normal. Außer, dass rechts oben immer noch so ein Kästchen ist. Und wenn du nichts sagst, ist da halt die Uhrzeit zu sehen. Und dann steht da, okay, Glas. Und dann sagst du, okay, Glas, und da aktivierst du die sozusagen. Ach, hier. Ich hab's gerade gehört. Da aktivierst du die sozusagen. Und ja, dann kannst du also ganz viele Sachen machen. Zum Beispiel eben irgendwas übersetzen. Also wenn du jetzt in China bist von mir aus, sagst du, bist du an einem Stand und sagst, ich möchte etwas zu essen. Und dann sagt die Brille das für dich, auf Chinesisch zum Beispiel. Oder du kannst auch ja, einfach irgendwas googeln, das geht natürlich auch. Also du sagst, zeig mir mal ein paar Bilder von einem Tiger oder von Fledermaus oder was auch immer. Und dann zeigt er dir Bilder von demjenigen, was du sagst. Oder auch wenn du sagst, zeig mir mal den Wikipedia-Artikel über Daniel Radcliffe oder irgend sowas oder über Harry Potter oder was weiß ich. Dann zeigt das, Moment, so, dann zeigt er einfach den Wikipedia-Artikel, also ein bisschen verkleinert, so dass es schön dargestellt ist und dass man das noch schön lesen kann. Also es ist schon ziemlich praktisch. Was man natürlich auch machen kann, sind Fotos und Videos und, Moment mal kurz, es wäre irgendwie hier zu dunkel. So, Da, Moment, ich mach mal kurz was. So, das müsste ich besser sehen. Ich hoffe, dass ihr das auch seht. Also Bilder, Fotos hat man jetzt googeln, man kann damit übersetzen, hatte ich auch schon gesagt. Und wo ich jetzt stehen geblieben war, hat er natürlich auch eine Kamera dran und man kann Fotos und Videos machen, aber aus der Sicht von sich selbst. Also wenn du jetzt in der Achterbahn bist, sagst du Google Glass, mach einen Film oder sowas und dann macht die den Film. Und ja, ist auch ziemlich cool, weil in der Achterbahn würdest du nie ein Handy oder eine Kamera mitnehmen, weil die natürlich rausfliegt. Aber bei so einer Brille, die Kamera ist da gleich mit drin und dann sehen die, die das dann später angucken, wenn nicht sogar du selber, genauso wie du das da gesehen hast und das ist auch schon ziemlich cool. Und ja, was haben wir noch? Die ist sehr stark und leicht, aber das stand da jetzt auf der Internetseite, das ist ja klar, dass die das sagen. Also leicht kann ich mir vorstellen, weil es eigentlich nur ein Gestell aus Plastik ist. Von daher, ja, kann es ja eigentlich nur leicht sein. Und ja, es hat auch noch ein Navi drin übrigens. Also du siehst dann, wo du lang musst, direkt vor deinen Augen und das ist auch schon ziemlich praktisch, weil du wirst nicht immer abgelenkt dadurch, dass, also ja, zum Beispiel beim Autofahren, aber da wirst du ja auch schon irgendwie dadurch abgelenkt, aber vielleicht nicht so sehr, wie wenn du da einfach irgendwie wegguckst und ja, ist schon praktischer, außerdem wird alles sprachgesteuert und könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch beim Auto erlaubt ist. Und ja, was haben wir noch? Du kannst natürlich Nachrichten senden, also du sagst, Google Glass sende eine Nachricht an Claudia oder an irgendeinen halt. Und dann fragt dich das halt was und du sagst dann noch Hallo und dann sendet das Hallo oder sowas halt. Das ist schon ganz witzig gemacht. Ein bisschen wie Siri, bloß halt auf dem Kopf. Ja, ist trotzdem ziemlich witzig. Und ja, du kannst auch Videochat machen, während du irgendwas machst, also die Leute, die dann mit dir Video chatten, die brauchen natürlich auch einen Computer oder einen Bildschirm oder sowas, weil sonst bringt es ja auch nichts. Du siehst dir also eigentlich, obwohl doch, stimmt, du siehst dir ja, stimmt, die brauchen eigentlich auch nur eine Google Glass. Ja, weil die, du siehst die ja so eingeblendet oben. Aber auf einem Bildschirm wäre das schon praktischer und dann sehen die halt genau das, was du gerade erlebst, aus deiner Sicht. Und das ist auch schon ziemlich cool, oder? Ja, Fotos hatte ich jetzt auch noch nicht gesagt, also Fotos kann man natürlich auch machen und ich denke, ich weiß nicht, in welcher Auflösung, aber für 1500 Euro würde ich da schon eine gute Auflösung erwarten.
Und die gibt es in verschiedenen Farben, kann man das auch machen. Und ja, ich frage mich eigentlich mal, wann die auf den Markt kommt. Also so richtig für jeden erhältlich ist und wenn dann, ja, wenn es ein bisschen billiger ist, weil das ist ja schweineteuer, das Teil. Und 1.500 € würde kein normaler Mensch ausgeben für so eine Brille. Obwohl es natürlich was Schönes ist, aber das ist schon ein bisschen extrem. Und ja, das war's eigentlich für die Google Glass, was ich mir jetzt hier so aufgeschrieben habe, was die alles kann. Und jo. Ja, ich glaube, das hatte ich schon gesagt. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr die Mods findet. Jetzt haben wir schon ein bisschen hier im Let's Play was. Habe ich hier schon ein bisschen was gemacht. Hier sieht man es jetzt ganz extrem in den Ecken, dass das hier so leicht weggeht dann immer. Ist ziemlich cool, so. Wer das gut findet oder was schlecht findet, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Video oder manche werden es, also viele werden es vielleicht gesehen haben, manche nicht. Das Video zum Geburtstag von Modus for JTAG, ein Jahr, gestern vor einem Jahr wurde es gegründet. Ich habe das Video leider erst ein bisschen spät rausgebracht, das war erst heute um 0 Uhr, kam das dann so, also ist es hochgeladen. Und ja, also 0 Uhr irgendwas von mir aus, um 1 rum war das dann da und deswegen eigentlich heute, aber gestern war der Geburtstag und ich habe es auch gleich mit als 700 Abonnenten-Special gemacht, denn ich habe jetzt 700 Abonnenten und ihr seid wirklich die geilsten. Also, ja, es ging jetzt in letzter Zeit ziemlich schnell. Am Anfang hat es immer so einen Monat gedauert und jetzt ist fast nur noch eine Woche. Oder ja, es sind schon noch 2 Wochen oder 3 Wochen. Ja, 3 Wochen wäre wieder ein Monat. Also, ja, 2 Wochen ungefähr. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich geil. Also, ihr seid wirklich die Besten. Und ja, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr zu mir gekommen seid sozusagen, also wie ihr auf Montus4JT gekommen seid, durch welches Video. Und ja, jetzt, das ist immer so doof irgendwie, ich will, ja, also der Link zu dem Video ist übrigens nochmal in der Beschreibung. Und weil ich jetzt gerade bei Beschreibung bin, ist immer irgendwie so doof, weil ich nichts mehr aufnehmen kann. Ach, hau ich das hier weg. Na komm. Ist immer irgendwie so doof, weil ich sag dann immer das und das in die Beschreibung und manchmal vergesse ich dann eben wieder, was es war. Also ich hoffe, jetzt wollte ich eigentlich in die Beschreibung hauen, dass die Google Glass Seite und das Geburtstagsvideo. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann schreibt es in die Kommentare, dann hole ich das dann noch nach. Und ja, ich glaube, ich würde mich dann sogar schon wieder verabschieden. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und yo. Moment, was kann man noch sagen? Ich wollte gerade irgendwas sagen. Jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein. Ach ja, stimmt. Ihr könnt ja mal schreiben in die Kommentare, ob ihr jetzt irgendeinen Unterschied gemerkt habt zwischen dem, wie ich jetzt aufnehme und zwischen dem, wie ich sonst immer aufgenommen habe, weil ich halt eben jetzt mit den Apple EarPods aufnehme, also Kopfhörern auf jeden Fall erstmal. Und ob das irgendwie besser klingt, weil ich jetzt näher dran bin, also was ich selbst den Test gemacht habe, wo ich selbst den Test gemacht habe. Hat das viel besser geklungen? Ich klang nicht so weit weg, weil ich jetzt auch viel näher dran bin am Mikro, weil das ja an die Kopfhörer mit dran ist. Und ja, ihr hört zwar keine In-Game-Sounds mehr, aber dafür hört ihr ja mich. Und ja. So, ach so, das kann ich nicht aufnehmen. Ja. Gut, dann mach das hier noch schnell weg. So. Da die Fackel ran, das noch weg. Und dann würde ich mich erstmal verabschieden. Und noch schnell die Lücken hier schließen. So, und jetzt würde ich mich verabschieden und sagen Tschüss bis zur nächsten Folge. Und ja, also ihr könnt ganz schön viele Kommentare schreiben, habe ich jetzt ganz wie gesagt. Ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt, so wie ich mir hoffentlich die Beschreibung, was da alles rein soll, ist immer ein bisschen schwierig. Und ja, jetzt verabschiede ich mich aber wirklich. Und dann Tschüss.